Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der Regenschirm. Die Sonne schien und die Menschen sahen aus, als hätte man ihnen ein paar Glückspillen verabreicht. Die Frauen zeigten ihre leicht gebräunten Beine und die erfolgreichen Männer sahen mit ihrem Solarium gebräunten Gesicht nicht viel anders aus als die Erfolglosen, die den ganzen Tag an der Sonne saßen und vom Erfolg träumten. In einer hässlichen Wohnsiedlung saß ich mit Herrn Oswald auf seinem Balkon. Dieser war so winzig, dass es keinen Platz hatte für einen Tisch. Oswald zeigte lächelnd auf einen Regenschirm. Regenschirme sind praktisch. Im Sommer schützen sie vor Sonne und vor Regen. Ich persönlich finde die Dinger unpraktisch. Zudem sind sie eine schlechte Tarnung, vor allem wenn sie bedruckt sind. Genau darum geht es. Um bedruckte Regenschirme. Ich sammle Regenschirme. Auch das noch. Konnten sich Ihre Eltern keinen Regenschirm leisten und möchten Sie jetzt alle Regenschirme dieser Welt besitzen? Aber nein. Mein Sammelgebiet ist eingegrenzt. Ich sammle lediglich Regenschirme mit einem Firmenaufdruck. Werbegeschenke. Diese Schirme taugen nichts. Ein Klient hat mir mal einen geschenkt. Er sah nach dem ersten Windstoß aus wie nach einem Orkan. Billige Massenware. Früher wurden aber sehr gute Werbeschirme produziert. Ich sammle im Übrigen nur Schirme von Firmen, die es nicht mehr gibt. Das hier ist ein Original Swiss Air Schirm. Sieht nicht schlecht aus. Ja, ganz gute Qualität. Aber in den 60er und 70er Jahren wurden viel bessere Schirme fabriziert, auch mit Werbeaufdruck. Ich kann Ihnen einige meiner besten Sammelstücke zeigen. Danke, aber vorher sollten wir uns vielleicht darüber unterhalten, was ich für Sie tun kann. Also gut. Es gibt Auktionen, an denen man Regenschirme ersteigern kann. Schirme, die irgendwo liegen geblieben sind, im Tram, im Bus, im Zug oder sonst wo. Und natürlich Schirme aus Liquidationen. Und ich soll für Sie an idiotischen Auktionen idiotische Schirme ersteigern? Nein. Sie sollen nach einem jungen Mann suchen, der für mich arbeitet. Oder besser, der für mich gearbeitet hat. Er ist spurlos verschwunden. Zusammen mit 2000 Regenschirmen. Nein. Aber er hat 500 Franken von mir erhalten, um an einer Auktion ein paar Regenschirme zu ersteigern. 500 Franken für ein paar alte Regenschirme? Ich bin nicht der einzige Sammler. Deshalb gehe ich auch nicht persönlich an Auktionen. Es gibt eine Frau, die ebenfalls diese Art von Regenschirmen sammelt. Sie überbietet mich seit einiger Zeit an allen Auktionen und das kann ich mir nicht leisten.